Oscars 2018. Alison Janney ist die beste Nebendarstellerin. Das große Warten hat ein Ende. Bei der 90. Oscar-Verleihung gibt sich gerade das WHO der Filmszene auf der Bühne die Klinker in die Hand. Alle waren gespannt, wer denn nun die so begehrte Trophäe für die Darbietung der besten weiblichen Nebenrolle abgreifen würde. Die Wahl der Akademie fiel dann auf eine echte Veteranin, 58, erhielt die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin allerdings zum ersten Mal. In dem hochspannenden Drama I, Tonya von Craig Gillespie, 50, konnte die Amerikanerin die ganze Palette ihres Könnens darbieten und das hat sich ausgezahlt. Für ihre Rolle als Mutter der Eiskunstläufer Tonya Harding, 47, gespielt von Margot Robbie, 27, erhielt die Schauspielerin jetzt den beliebten Goldjungen. Obwohl die gebürtige Bostonerin bereits seit 1989 im Filmgeschäft ist, ist dies jetzt ihre erste größere Auszeichnung. Die 58-Jährige setzte sich dabei gegen ihre hochkarätige Konkurrenz durch. Ebenfalls als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle nominiert waren in Am Seidenen Faden, 62, in Lady Bird, Marie J. Blige, 47, in Mutbohnde und, 45, für ihre Performance in Das Flüstern des Wassers. Alisons Darstellung eines skrupellosen und eiskalten Charakters überzeugte am Ende jedoch am meisten.